Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Alles und Nichts mit Anne. Wenn ihr wissen wollt, mit welcher Palette von P. Louise ich diesen wunderschönen Look geschminkt habe, ihr einen zweiten sehen wollt und auch mein Fazit, wie die Qualität dieser Marke ist, dann bleibt unbedingt dran. Und wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, hi, schön, dass ihr mich gefunden habt. Hier geht es um Make-up, um farbenfrohes, extravagantes Make-up, aber vor allen Dingen sind Indie-Brands meine absolut große Leidenschaft. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann lasst mir doch gerne ein Abo da. Mittwochs und freitags lade ich meine Videos hoch und nach dem Intro starten wir jetzt gleich in zwei Looks mit P. Louise. Hi ihr Süßen, wir schminken heute was mit meinen P. Louise Produkten. Ich habe schon diesen Stay Shiny Lippenpflege-Öl-Geschichte drauf. Guckt euch mal diesen riesen Doe-Foot an. Und ganz ehrlich, richtig geiles Zeug. Es riecht nach, ach ich hatte das da schon nachgeguckt, ich glaube das soll nach Schokolade oder Keks riechen oder irgendwie so. Richtig, richtig geil. Ich fühle mich wie eine Sailor-Kriegerin damit, hatte ich schon mal gesagt. Und wir schauen uns auch heute endlich mal, schlechte Vorbereitung, Anne, die Watch the Queen Conquer Palette an. Das ist ja dieses Riesenteil hier. Eine Seite so hier und dann die andere Seite so hier. Ja, also wir schauen uns die mal an. Ich schaue mal, ob ich ein, zwei, vielleicht sogar drei Looks damit schminken kann. Und ich habe aber hier auch, und damit will ich heute anfangen, diesen Liquid Eyeshadow Wet and Set in der Farbe, oh, meine unbebrillten Augen, Lavender Lady. Und damit wollen wir jetzt einfach mal anfangen. Und den würde ich mir jetzt erstmal hier so auf meine Augen geben. So, auf die obere, nee, auf die innere Hälfte, so, und das dann ausblenden. Und zwar habe ich mir gedacht, nehme ich das, nehme ich mal hier so einen feuchten Beautyblender, irgendeine billige Form davon, und grundiere mir jetzt damit erstmal das halbe Auge so und schau mal, wie das so funktioniert. Okay, okay, ja, schön. Doch besser als gedacht. Es wird auf jeden Fall was Lilanes, Rosanes heute. Zumindest heute für mich. Für euch ist es ja ein Video, aber hier habe ich ganz schön rumgeschmattert. Da muss ich entweder gleich korrigieren oder am anderen Auge das genauso machen. Lasst mich mal kurz schauen. Hier habe ich auch viel, viel mehr genommen. Jetzt ist das auf dem ganzen Auge und unten auch noch. So. Können wir auch meinetwegen als Grundierung für mein gesamtes Auge nehmen. Da muss ich das aber auf der Seite hier auch definitiv machen. Und was ich auch weiß, ist, dass der extrem schnell runtertrocknet. Das heißt, ich muss das hier schnell mal wegmachen, bevor das gar nicht mehr weggeht. So, ich bin wieder da. Ich habe es auf beiden Augen jetzt mal angeglichen. Es trocknet auch schon langsam runter. Das ist ja so wet and set. Also das soll wohl auch creasefrei runtertrocknen und auch lange anhalten. Ich hatte das ja schon mal auf meiner Hand geswatcht und das hat auch wirklich lange, lange gehalten. Es fühlt sich jetzt ein bisschen komisch an. Das zieht sich so, es zieht sich wie so trocken zusammen, so ein ganz kleines bisschen. Mal gucken, wie sich das jetzt noch so entwickelt. Und dann mache ich mal die rosane, lilane Seite vom Lidschatten auf. Das ist ja hier ein riesen Hoshi, diese Lidschattenpalette. Und jetzt schauen wir mal. Also ich würde mal sagen, ich nehme jetzt hier mal die Farbe Champion. Und das ist auch ein First Impression für mich von P. Louise mit Lidschattenqualität. Und hier ist noch die Folie drauf. Ich nehme euch mal mit hier. So, zack. Auch ein schöner Moment immer. Muss man aufpassen, dass man hier nicht die Lidschattenpalette fallen lässt. Und jetzt würde ich mir das hier einfach mal so ein bisschen aufbauen, die Farbe Champion. Mal gucken, was dabei so rauskommt. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt, wie dieser Lidschatten auf meinen Augen runtergetrocknet ist. Es
Sieht sehr crusty aus. Sehr faltig und alt. Muss ich mal schauen, wie mir das so gefällt. Ob ich das gut finde. Es ist ja auch keine Lidschattenbase. Es ist ja ein Liquid Eyeshadow, ein matter. Trotzdem sollte das, glaube ich, nicht so crusty aussehen. Voll krass, in der Kamera sieht man das Rosa gar nicht. Hier im wirklichen Leben sieht man tatsächlich das Rosa. Das setzt sich, das kann ich auf jeden Fall erkennen, dass das anders ist als dieses Lavendel. Mal gucken. Wir machen weiter. Ich gehe mal da eine Farbe drüber. Rule Breaker, gleicher Pinsel. Und bring mir die Farbe hier hinten. Und ich mache so einen schönen smoothen Farbverlauf. Will ja mehrere Sachen für euch schminken. Das bedeutet, dass ich. Oh ja, das ist aber cool. Dass ich jetzt ja nicht irgendwie so viele Farben wie möglich hier reinknallen muss in das Video, sondern dass ich da mir auch einfach ein bisschen ja, Zeit lassen kann. Im Sinne von, ich mache ja mehrere Looks für euch. Und das ist aber ein super softer Baby-Pinker Moment. Finde ich irgendwie mega sweet. Ich gehe noch mal eine Schattierung. Die unterscheidet sich, glaube ich, gar nicht mehr so doll. Ich gehe hier rein in Positions und mache mir damit. Mein Gott, ist die Palette schwer. Also die ist nichts für so zum Halten. Also das ist eine, die am besten auf eurem Schreibtisch, Schminktischchen, wie auch immer steht. Und ihr habt dann einen separaten Spiegel. Ja. Das ist aber süß. Das ist auf jeden Fall richtig sweet. Hier nochmal so ein bisschen besser ausblenden. Ja. Oh, süß. Ja. Und dann nehmen wir uns einen Schimmer. Und zwar würde ich hier Strategy nehmen. Guck mal, wie ich das Ding halten muss, ja, damit ich das hier überhaupt. Strategy. Es gibt ja nicht viele Schimmertöne hier in dieser Palette. Und dann schauen wir uns mal Strategy an. Ja, ach, das ist aber süß. Doch. Auf jeden Fall super sweet. Lässt sich schön auftragen. Passt gut zum Look. Ich würde mir den jetzt auch hier unten noch ans Augenlid unten ranbringen. So mittig. So. Oh ja, süß. So. Dann müssen wir uns aber hier noch was für innen drin einfallen lassen. Und da gehe ich mal in die Farbe Elevate. Oh, die ist ja noch softer. Oh, die scheint einen Flip zu haben. Oh, schaut mal, wie schön. Oh, yes. Die hat so fast schon eine transparente Base und hat dann, ich kann das ganz schlecht beschreiben, hat glaube ich auch einen blauen Schimmer mit drin, aber auch so einen peachigen Einschlag. Ich swatch die mal, um euch das zu zeigen. Seht ihr das? Richtig spannend, richtig spannend. Passt gut zu dem, wie gesagt, es ist halt jetzt so extrem crusty da. Ich versuche hier mal noch irgendwie das Inner Corner ein bisschen zu retten. Dann nehme ich mir hier so einen Refferpinsel und versuche hier mal ein bisschen. Ich gehe in die Farbe Dominate rein. Mann, ist die schwer, die Palette. Leute! Und versuche mir das hier so ein bisschen auszugleichen. Also, ich denke, dass das an der Art und Weise liegt, wie ich diesen Wet n Set Liquid Eyeshadow benutzt habe, dass es eben daran liegt, dass das eben nicht so gut hier klappt, dass das so faltig aussieht. Aber hello, was für ein tolles, helles Inner Corner Highlight. Ich mache jetzt das andere Auge auch und dann sehen wir uns gleich mit dem ersten fertigen Look mit der Watch the Queen Conquer und meinem ersten Eindruck von den P. Louise Produkten. Also, bis gleich.
wie geil ist denn bitte schön dieser Look jetzt noch geworden? Ich habe noch einiges rumgeblendet, keine Frage. In der Wasserlinie habe ich wieder diesen fliederfarbenen Liner von Lethal Cosmetics. Und ich bin so überrascht, wie geil diese Lidschatten sind. Absolut geil. Ich habe immer noch dieses Öl, diesen Glossöl, wie auch immer, auf meinen Lippen. Es sieht so, so geil aus. Ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Look mit der Palette. Also bis gleich. Hi, ich habe mich entschieden, mindestens noch einen zweiten Look zu schminken. Und heute möchte ich gerne mal hoch die Eye Base von P. Louise in der Farbe Rumor 0 probieren. Das ist dann quasi eine Eye Base, die richtig, richtig weiß ist. Jetzt brauche ich ja noch einen passenden Pinsel dafür. Moment. So, dann nehme ich einfach mal den Pinsel hier. Den habe ich schon benutzt für Lidschattenprimer. Aber wird trotzdem jetzt nicht irgendwie anders von der Farbe her. So, dann habe ich jetzt quasi eine weiße Lidschattenbase von P. Louise. Dann habe ich die nächsthellere, die von meiner erste von Juvia's Place. Und eine, die wie mein eigener Hautton ist, das ist die von Gloss Gods That Base in der Farbe 1, 2, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich jetzt drei verschiedene Marken und Farben von Eye Bases und kann ja dann auch mal, wenn ihr möchtet, so ein kleines Fazit geben, welche ich dann am besten finde oder ob ich die alle gleich gut finde, was die Vor- und Nachteile sind. Das können wir ja dann gerne auch mal besprechen. Ich habe jetzt aber auch vor allen Dingen ein Update zu diesem Liquid Lidschatten, diesen Wet and Set, diesen in Lavender Lady gestern. Irgendwas habe ich nicht ganz richtig gemacht mit dem Ding, weil mir taten danach, jetzt nehme ich hier so einen angefeuchteten Beauty Blender und gehe nochmal drüber. Ich weiß auch nicht, irgendwas hat da gestern für mich nicht so direkt hingehauen, weil mir tat danach im Außenwinkel und im Innenwinkel das Auge weh. Ich habe sehr empfindliche Augen, die schnell zu Tränen neigen und zu Rötungen, jucken ganz doll häufig und sind trocken, genauso wie meine Haut. Also ich müsste wahrscheinlich im Sommer regelmäßig Augentropfen tragen. Mache ich nicht. Auf jeden Fall ist mir das aufgefallen. Ich werde das beobachten, ob das jetzt gestern eine Ausnahme war oder ob ich diesen Liquid Eyeshadow nicht direkt vertrage. So, und ich habe mir überlegt, wir schminken natürlich wieder was mit der Watch the Queen Conquer. Nun haben wir ja gestern diese hellere, also wir haben hier die pinke Seite benutzt und vor allen Dingen uns auf diesen helleren Bereich konzentriert, obwohl das auch nicht stimmt. Wir hatten auch Positions, also dieses knallige Pink. Ich gehe heute mal auf die andere Seite und ich glaube, ich habe Bock auf sowas Orange-Gelb-Braunes. Schauen wir einfach mal, wo die Reise hingeht. Und die Lidschattenpalette ist wirklich so groß. Ich muss die hier sicher abstellen können, sonst fällt mir die runter. Hier habe ich, da ja hier noch ein zweiter Spiegel ist, habe ich hier nochmal den Moment mit euch, wo ich das hier nochmal abziehen kann. So, sehr schön. Und dann positioniere ich mir die hier mal. Ich fange an mit der Farbe Risk Taker. Die ist nicht nur in der Mitte dieser Palette, sondern die ist auch wirklich sehr gut positioniert. Ich finde, die ist genau in der Mitte von diesem ganzen Farbspektrum. Und das ist ja eine Farbe, die ich besonders wertschätze. So ein schönes Gelb. Und oh mein Gott, die Pigmentierung ist sofort da. Wie geil ist das denn? Ja, natürlich habe ich eine feuchte, klebrige Base aufgebracht. Eine weißlastige, aber hello, girl. Risk Taker, I love it. Das ist, ich traue mich das fast gar nicht zu sagen, aber ich hole mal kurz was. Ich musste sofort an die Solmone 2 Palette denken und zwar die Farbe hier Warm Light. Und was ich von Warm Light nicht bekommen habe, gibt mir Risk Taker. Lasst uns die doch mal vergleichen. Also das ist Risk Taker und hier kommt Warm Light von Odin's Eye. Ich weiß auch nicht, es sind in meinen Augen farbliche Dupes und Risk Taker performt so, wie ich es mir von,
von Warm Light von Odin's Eye gewünscht hätte. Es ist mir sofort ist mir das aufgefallen. So, und dann, jetzt haben wir hier das Problem mit der Palette. So, und dann gehe ich mit so einem fluffigen Pinsel, mit so einem, ja, ich will jetzt hier an den unteren Wimpernkranz. Und zwar gehe ich hier in die Farbe Stale Mate. Und schau mal, dass ich mir die an den unteren Wimpernkranz ranbringe. Die hat jetzt einen hohen Weißanteil, weil das ja eine, wie so eine Art Neonfarbe ist. Da bin ich jetzt auch sehr gespannt. Die ist dadurch sehr puderig und fliegt hier rum und ist auch auf meine Nase. Seht ihr das? Habe auch quasi Kickback Fallout auf meine Nase gekriegt. Ist jetzt aber irgendwie auch nicht so schlimm. Für mich jedenfalls. Ihr habt ja gesehen, wie doll ich den Pinsel beladen habe, ne? Also das ist für mich total okay. Ist eine schöne Farbe. Ich baue mir die auf. Ich möchte sehen, wie doll ich mir die aufbauen kann. Es ist, wie gesagt, eine neon-pastellige Neonfarbe. Die haben einen hohen Weißanteil, diese Farben. Das heißt, sie sind öfter sehr pudrig. Ich kriege die nicht true to pan, jedenfalls gerade nicht. Ich versuche es nochmal auf der weißen Base hier, indem ich sie mir hier mal hinpresse, ob ich sie hier dann quasi true to pan bekomme. Nichtsdestotrotz ist das eine geile Farbe, ey. Mega, mega heiß. Mega sexy. Mega schön. Lässt sich super aufbauen und verblenden. Und da, wo ich diesen hellen Lidschattenprimer habe, da hält die Farbe natürlich auch besonders gut. Da kommt sie natürlich nochmal ganz anders zur Geltung. Wir haben hier diesmal den direkten Vergleich. Hier habe ich eine Eye Base, hier habe ich keine. Da unten ist es natürlich nicht ganz so intensiv, aber Leute, meckern auf hohem Niveau. Wenn man versteht, wo das herkommt, dann weiß man auch, warum es so ist und dann braucht man auch nicht mehr meckern, finde ich. So, weiter geht's. Ich möchte mir natürlich jetzt auch noch den Außenwinkel ein bisschen dunkler gestalten und da haben wir jetzt mehrere Möglichkeiten, mehrere Wege, die wir einschlagen können. Das ist ja, wie gesagt, Risk Taker. Das ist jetzt erstmal dieses Orange-Gelb, was ich hier habe. Wir könnten jetzt in diese bräunlich-grüne Richtung oder in die bräunlich-rote Richtung gehen. Was wollen wir denn machen? Ich glaube, ich möchte in die bräunlich-grüne Richtung gehen und schaue mir erstmal Advantage an. Das ist nochmal ein bisschen, das hat ungefähr die gleiche Tiefe wie Risk Taker, aber vielleicht kann ich mir dann quasi da jetzt noch so einen kleinen weiteren Farbverlauf hinzuzaubern und wir schauen uns die einfach mal an, wie die so performt und man sieht wirklich einen schönen Farbunterschied. Auch hier kann ich wieder schön aufbauen. Das ist mittlerweile hier hinten die dritte matte Farbe, die ich mir hier auf dem Augenlid zusammenmische. Und es sieht richtig, richtig schön aus. Es sieht in der Kamera gerade ein bisschen fleckig aus, ist es aber nicht im wirklichen Leben. Das ist vielleicht die Kamera, die da einfach immer mal wieder ein bisschen Schwierigkeiten hat, diese Farbabgleiche zu machen, denn ich bin ja ein Vollprofi und filme das mit meiner Handykamera. Und trotzdem reicht das für uns, für YouTube. Aber, oh yes, I love it. Ich gehe auch nochmal hier unten ran und mische mir das hier unten noch ein bisschen mit. Wie hieß die Farbe nochmal? Stalemate? Mal schauen, was ich da unten in die Wasserlinie dann reinmache. Ich habe ja einen gelben Liner von Lethal. So, und dann bleibe ich beim gleichen Pinsel und gehe hier in die letzte Farbe mit dem Gehirn rein. Und zwar Tactical. Und damit werde ich mir jetzt final meinen äußeren Augenwinkel verdunkeln, um hier so richtig das Drama reinzugeben, so wie ich das gerne mag. Und auch das performt bombastisch. Jetzt darf ich nicht zu schnell verblenden. Ich nehme jetzt einen sauberen Pinsel, weil ich möchte mir natürlich jetzt nicht Risk Taker komplett verblenden. Ich möchte ja weiterhin dieses tolle Farbenspiel hier haben und deswegen gehe ich erstmal mit einem sauberen Pinsel daran, wahrscheinlich gleich nochmal mit Risk Taker
Und, ist das sexy? Oh, yummy, yummy. Hier unten will ich auf jeden Fall nochmal das Dunkle haben. Und oben gehe ich gleich nochmal mit Risk Taker ran. Geil. So, Sehr, 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 sehr schön. Lasst uns doch mal überlegen, was wir hier für Schimmertöne jetzt für diesen Look benutzen. Also, da haben wir natürlich hier Gambit. Dann haben wir hier vorne aber Victory. Das sieht auch richtig geil aus. Also Victory. Oh mein Gott, ist der soft. Yes, also Victory kommt bestimmt vorne in den Außenwinkel. Dann haben wir vorne in den Außenwinkel, vorne in den Innenwinkel. Dann haben wir noch Ruler. Den brauche ich nicht swatchen. Ich nehme mir aber auch mal Gambit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir dann jetzt eine Kombination aus diesen beiden Tönen nehmen werden. Aber vorher möchte ich mir die noch anschauen, wie die geswatcht aussehen. Aber ich denke, oh mein Gott, sind die butterweich. Oh, yes, bitch. Oh mein Gott, I love it. Okay, wir machen das wie folgt. Ich gehe jetzt hier in Gambit rein. Gambit kommt jetzt hier hinten hin. Ja? So. Gambit kommt hier hinten hin. Ja, dann gehe ich doch in Ruler rein. Ruler kommt auf die Mitte. Und dann gehen wir mit dem kleinen Finger in Victory und Victory kommt nach ganz vorne. Und dann haben wir hier drei so eine schön korrespondierenden Schimmershades. Oh mein Gott! Oh, yes. Gott, ist das schön. Ich muss mir noch mal ein bisschen die anderen aufbauen. Jetzt, wo ich genau weiß, wo was hinkommt. Oh, yummy. Oh, ist das sexy. Oh, I love it. Noch mal Gambit und dann. Ist das heiß. So sexy. Oh, yes. Also, ich habe ja Gutes über die Mattentöne von P. Louise gehört, aber ich bin auch wirklich froh, dass auch die Shimmer Shades in dieser Palette genauso performen, wie ich es von Tönen erwarten würde, die in so einer Palette mit matten Tönen drinne sind. Also richtig geil. Ich nehme hier nochmal Victory mit dem Pinsel auf und sprühe mir das an, um mir das dann jetzt hier unten noch ein bisschen hinzuziehen. So. Oh, schaut euch das doch mal an. Ist das schön? Ist das schön? Oh. Yes, please. Ich gehe nochmal mit so einem kleinen Pinsel in Tactical rein. Das ist das, dieses wunderschöne, Braun-Grün und setze mir hier wie so eine Art Lidstrich unten. Yes. Und ich gehe noch mal mit dem Pinsel in Tactical rein und misch mir hier hinten noch mal das Matte. Ja. Yes. Das Matte noch mal mit dem Schimmerton Gambit. Das ist ja der Trick, um dann noch mal matte Töne noch mal ein bisschen dunkler zu kriegen, indem man es dann nochmal auf einen korrespondierenden Schimmer aufgibt. Und das sieht immer so, so sexy aus. Einfach nur ein Träumchen. Hier nochmal ein bisschen Blenderino. Und dann würde ich sagen, mache ich das andere Auge, mache den kompletten Look fertig und dann sehen wir uns gleich mit dem Ergebnis wieder. Also. Bis gleich. Oh mein Gott, ist dieser Look schön geworden. Ich zoome mal ein Stückchen raus und wir sprechen noch mal zusammen über die Palette. Ich liebe alles an dem Look. Der ist so, so schön geworden. Ich komme mir so sexy vor. Ich habe heute eine besonders
schöne Augenform hingekriegt, finde ich jedenfalls. Lasst uns doch mal kurz ein Fazit zu dieser Palette ziehen. Das ist ja diese doppelseitige, ne? Watch the Queen Conquer Palette von P. Louise. Und was soll ich sagen? Die zwei Looks, die ich damit geschminkt habe, haben mich einfach vollkommen von der Qualität der Matten als auch dieser wunderschönen, zwar wenig vorhandenen Shimmershades in dieser Palette überzeugt, aber sie sind so großartig auf die matten Töne abgestimmt. Sie haben eine so wunderschöne, cremige Konsistenz. Ich habe den Ton, den ich hier vorne im Innenwinkel drauf habe, habe ich mir auch als Highlighter gesetzt und ich finde, es ist ein wunderbarer Effekt, eine tolle Ergänzung zu diesem Augenlook. Auf den Lippen habe ich diesen tollen Stay Shining Lippenpflege-Öl-Dingsbumsel hier mit diesem riesen Doe Foot und der ist sowieso riesig und ich finde alles toll an dem. Der Lidschattenprimer hat heute auch sehr gut funktioniert. Das einzige Produkt, wo ich mir noch nicht so ganz sicher bin, wie ich das finde, ist dieser Liquid Eyeshadow aus dem ersten Look. Ansonsten bin ich hellauf begeistert. Ich bin auch begeistert davon, wenn ihr hier oben an andere Videos von mir reinschaut. Hier unten könnt ihr mir ein kostenloses Abo da lassen. Ich freue mich, wenn die Community wächst. Wir sehen uns ganz bald beim nächsten Mal wieder. Passt schön auf euch und eure Mitmenschen auf. Bis dann. Ciao.